Okay, jetzt reicht's. Jetzt haben wir das Intro alle genug gehört. Jetzt will ich das auch mal hier vorsummen. Let's go. Ja, nach diesem weird-ass Intro. So, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, what the fuck ist das für ein Video? Und ja, Leute, heute gibt es eine, ich sag mal, Böller-Tour von meinen verlorenen, nicht erschienenen Szenen von 2018 und 2019. Das sind einfach Szenen, die so nie erschienen sind auf meinem Kanal, ich aber aufgenommen habe für Testvideos oder was auch immer, aber ich einfach nie hochgeladen habe. Und genau aus diesem Grund gibt es jetzt, um die Vorfreude nochmal so richtig fett zu steigern, eine krasse Böller-Tour von diesen Szenen. Fun Fact, die Videos von 2018, die ihr wahrscheinlich gleich seht, sind nicht von mir, sondern von Lennart. Also feature ich hier nochmal Lennart seine übernice Kameraqualität. Holy shit, Leute, Content, let's fucking go. Und ja, Mann, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Videos und Szenen und was auch immer. Genießt es und let's go. Cyborg von Vego. Eine Lidl-Neuheit, die Ninja Fighter. Ja, aber äußerst schick. Auf jeden Fall, sehr schöne Batterie. Äußerst schick. Delling. Naja. Eigentlich nicht, aber kurz und schön. Kurz und schön. Unter 10 Euro auf jeden Fall. Unter 10? Na, dafür ist es doch gut. Richtig geil. Jetzt die Weiß. Die magere Weiß. Ich hoffe, die wird nicht mager. Ja, 30 mm Weißblinker sollte eigentlich schon scheppern. Ja, die ist. Die ist geil. Die ist ordentlich, ey. Die ist geil. So, Silvester on Tour. Wir haben jetzt hier einen kleinen süßen Verbund. Anfangen tun wir mit der Dreiklang, die dann den Moskitosturm und die Salutbatterien anmacht. Und die letzte Brutus wird hier die Skull Heaven und The Space Project anmachen. Alles in allem. Ein kleiner fetter Verbund, wenn der funktioniert, wäre das äußerst schick. Und da haben wir es wieder, das äußerst schick. Ich habe mega Bock auf die Aktion. Lass uns direkt loslegen. So, Tagesverbund, let's go.
Moment, ich habe das Gefühl, die Space Project ist noch nicht an. Ja. Ja, okay, dann machen wir noch nachzüglich das Space Project. Alter! Das war übelst heftig. Also wäre die so gekommen, aber so hat das schon mal alles super funktioniert. Alter, kranke Scheiße. Krank. Alle anzünden, wir auch. Mensch, ihr seht's wieder nicht. So, jetzt die Gulliver. Eine Gulliver. Crackling Cake habe ich auch noch gekauft, weil, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, was aus der rauskommt. Lennart, bau noch mal ein Stück ein. Die war schön. Ja. Papa? Ui. Na, Skala, naja. Skala S25B. Jetzt auch im Hellen. Im Dunkeln, meine ich. Mensch. Ein Knallfrock. Oh. Pack mal's, Lennart. Pack mal's. Aber lol, haben die schon immer Multicam? Also war da schon. War mir jetzt nicht bewusst, dass ich. Aber auch schick. Warum nicht? Auch schick. Funke. Oh ja. Gold verdienen. Mhm. Oder auch. Au! Dazu. What? Junge! Sieht das edel aus. Ey. Die Pumpen, ey, leck mich am Arsch. Also, meine Sorten da kaufen. Donny. Oh, das Licht, ja. Lennart hat sich umgebracht. Ach so, Lennart gleich mal tot. Gut. Kauft euch die. So, jetzt ein römisches Licht, bitte. Nee! Wirbelwind von Röder. So schön. Jetzt die Sternenstaub. Genau. Zwei, natürlich. Vielen Dank an Röder und vielen Dank für die Rakete. Lol, da war sie weg. Gut, dass ich die nicht gefilmt habe. Ja. Das ist die Nobelon. Nun, liebes Gefolgetum, gibt es die Ihonor von Katar. Ha. Nachdem da etwas gezielt ist. Ui.
hat sich befürwortet, dass die Blinker krass sind. Ja. Muss man aber mögen, weil da diese Kometen halt mit drin sind. Aber ich fand die schick. Die ist halt auch sehr günstig. Ja, ja. Doch. Vor allem wegen den Blinkern. Veronica von Argento. Digga, wie voll macht denn die den Himmel? Alter, wie geil ist das denn? Die ist ja auch schick. Die ist richtig schick, Mann. Urban. So, die Urban. Oh, ich hasse Fuhrwerk total für dieses... Ja, das ist so scheiße. Reverse Land. Aber dafür... Steht halt überhaupt nicht auf Deutsch drauf. Hier steht Reverse. Ja. Da denke ich mir ja, so. Ja, doch. Ja. Auch wenn ich sie dafür hasse, für ihre Batterien, liebe ich sie. An den Bouquets müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Aber das ist ein schöner Stimmungsmacher. Pyro-Produkt 7-16. Crackling Rosette. Nee. Grüße an Daniel. Da habe ich das Testvideo zugesehen, Leute. Ich bin Daniel. Halt's Maul. Bitte. So ein Schwachsinn wird nicht supportet. Zünd die an, geliebter Tiberius. Auf jeden Fall. Crackling Rosette ist ein sehr schöner Effekt. Aber sah schick aus. War schick. Ja, wie viel denn? Samurai. Zu viel. Kelle. Wo überhaupt? Da irgendwo. Wo Platz ist. Ja. Ich hoffe, die kommt so in der Videoraum. Aber zum Trost, wenn sie jetzt scheiße wird, teuer war sie nicht. Relativ schwach, aber ist okay. Hauptsache Wirbel. Man kennt's, oder? So, jetzt haben wir die Carbon Rockets. Carbon Rockets von Argento. Da bin ich jetzt sehr gespannt. So sieht's hier drin aus. Die sind ja zweifach sortiert. Also hinten nochmal genau dasselbe. Dann nehme ich nur hier die schwarze raus. Carbon Rocket Multicolor. Ist doch schön. So. Hier werden auch schon Raketen gezündet. Hohe Erwartungen jetzt. Die erste Carbon Rocket von Argento. Die war okay, sag ich mal. Jetzt nochmal alle auf Schlag. Würde ich sagen, zünd doch mal. Ich
heftig. Sehr schicke Rakete, sehr schicke Farben und eindeutig eine Kaufempfehlung geht raus, Leute. Kauft euch die.